Alex, wir sind bei Fischflotten. Gut, so. Da passt das Thema gleich ganz gut dazu. Das passt eigentlich wirklich ziemlich gut. Das habe ich auch nicht gewusst. Du kannst am Mac die, sagen wir so, die Software oder diese Apps, was du aus dem App Store runterladest, die kannst du auf einer externen Platte installieren und starten. Du kannst in die Einstellungen reingehen und da einstellen, dass der dir diese Tools auf Platten installieren soll. Also große Apps, also alles, das größer als 1 Gigabyte ist. Am Mac. Ja. So, open the Mac App Brauchst Store. gleich, mach in App Store auf, klick auf App Ja, Store App Store Einstellungen und komm schon. Settings. If the option is there, tick download and install large apps on separate disk. Habe ich nicht. Ah, ist Sequoia. Ja, Ja. Sequoia. Okay, ich habe noch kein Sequoia drauf. Ja, das kann man dann machen. Ah, cool. Haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge besprochen, mit dem Mac Mini, der in der Standardausführung ja mit 256 GB RAM kommt. Für den natürlich auch perfekt, weil es Standgerät, externe Festplatte dran über Thunderbolt, pfeilschnell. Bietet sich's an und dasselbe kannst du nämlich mit der Fotos Library vom Mac nämlich auch machen. Die Genau, kannst du das auch Einzige, sagen. was halt noch fehlt, ist, dass du eine Software, die du so runterladest, auch auf die externe installieren kannst, oder? Weil das geht dann noch nicht, weil es geht nur explizit Dinge, die du aus dem App Store runterladest. Naja, das kommt ja ganz drauf an. Es gibt ja Software, es gibt ja Programme, die bringen ja einen Installer mit. Genau, beim Installer Da geht's. geht's. Geht's beim anderen auch? Ja, ich glaube, du musst nur einen Umweg machen, weil es bei macOS, wenn du so App-File oder so Software nimmst, ist es ja grundsätzlich egal. Du musst sie nie in Applications-Ordner einschieben. Stimmt, Du hast kannst sie recht. aus jedem Ordner starten. Das Einzige, was da abgeht, dass es im Launcher nachher nicht drinnen ist, zu finden. Also Na im. gut, das ist ein kleiner Preis. Ja, und das heißt, du kannst da nachher auch eine Verknüpfung einschieben. Dann ist es da drinnen. Das stimmt. Und da Das stand da, wird. und die da, aber der Installer, die Daten liegen woanders. Das Einzige, was ist, Apple-Anwendungen legen ja auch sehr viel Daten und Konfigurationsfiles und so weiter ab im Benutzerordner, im Library. Das wäre wahrscheinlich nicht so einfach lösen können. Du kannst sicher eine Static Links machen. Ich glaube, unter Windows kannst du das, wie heißen die, kannst du in Windows ja einen Ordner Windows vorgaukeln, dass der Ordner auf der Festplatte ist, liegt er liegt aber in Wirklichkeit woanders. Das geht um macOS Glavi. Und dann könntest du das machen. Dann verschiebst du den Programmordner von Library auf die externe Festplatte und dann musst du nur so eine statische Verknüpfung einrichten. Dann soll es wieder funktionieren. Es ist ein bisschen Frickelei, aber da wird es noch sicher bald Tools geben. Oder es gibt Tools, mit denen man das machen kann. Bei macOS ist es eh immer so, wenn was nicht mit einem System Mitteln geht, dann gibt es immer irgendwo auf ein Tool, was man sich um 9 Dollar einmalig kaufen kann. Ja, eigentlich am Mac Mini hast du damit alle Probleme gelöst. Ja, genau. Weil da ist wirklich das komplette Wurscht. Ja, eben, weil, wie gesagt, es ist ein statischer Computer, der steht da, da hängst du einfach deine Devices hinten dran, deine Festplatten und dann go, gib ihm. Würde ich sogar beim Mac Mini würde ich diese Option bevorzugen, weil um das Geld, was dir Apple-Speicher verkauft, kannst du relativ viel so kaufen. Ja, da kann man fast wieder die 60 Terabyte vom Micron kaufen. Genau, also die 30 kriegst. Ja. Cool. Ja, also das ist jetzt auch neu.